Hallo Leute, ja, hier sind wir bei diesem Sägewerk. Da müssen wir noch mal gucken, ob das alles so richtig läuft. Ich habe da letztes Mal nur geguckt, nicht, glaube gar nicht richtig reingeguckt. Das machen wir am Logo, dann schauen wir da mal richtig rein, wo da was wegkommt und ob da auch wirklich was kommt. So, da fährt ein Zug schön vorbei mit, weiß ich, was für eine Flüssigkeit drin. Und hier habe ich hier reingeguckt. Na, vielleicht habe ich doch hier reingeguckt, jetzt wo ich es gerade so sehe. Also Versand ist, Transport ist 100% gesichert und Produktion wird sogar stärker, glaube ich, noch. Vielleicht steigt das dann auch auf, dann ist das wunderbar. Nur wir müssen mal gucken, wo sind denn jetzt die Lieferanten? Also Giesenhorst war hier und ist auch irgendwie angeschlossen. Ist nur die Frage, wo die jetzt hinfahren. Ne? In die 4 fährt das. Achso, das war so eine Kombilinie, ne? Genau. Die bringen auch gleichzeitig wieder die Bretter zurück, meines Erachtens nach hier hinten, genau. Und auf dem Hinweg nehmen sie das mit. Das macht Sinn. Die Linie macht zu. Das war der Abnehmer. Da mussten wir hin. Ne, das war falsch, da will ich hin. Dann muss ich den auswählen. Gießenhauswald 2 ist hier. Aber da fährt eine andere Linie, die bringen die direkt dahin, ne? Ja, okay, das ist mit der Entfernung wahrscheinlich auch passend. Dann haben wir einen Stock Wald, das ist von hier und die fahren ja. Oh, fahren die auch direkt dahin, ne? Ja, die sind ja schon weit unterwegs, ne? Die sind ja schon sehr weit unterwegs. Wäre das nicht sinnig, dass die auch mit dem Zug kommen? Die brauchen doch nur darüber bringen. Oh ne, da brauchen nicht drüber bringen, ne? Wo bringen die anderen das denn hin? Hier war doch noch einer. Ja, das war der Abnehmer jetzt. Bis wohin fahren die denn? Die fahren genauso weit. Das macht ja gar keinen Sinn dann. Bis hierhin können. Dann kann doch hier auch ein Zug lang fahren. Von da fährt der Zug ja schon mal nach da. Ne? Ja, okay, das müssen wir jetzt mal machen. Das würde bedeuten, wir machen hier eine Kurve und der bringt das hier hin und dann wird. Ja, da müsste man mal gerade gucken, wie ist der andere ausgelastet, der da fahren wird. So, nicht, das ist unsere hier, das wäre nicht gut. Ist er, 18 Holz hat er. Okay, das ist nicht viel, das heißt, da könnte auch definitiv noch mehr sein dann. Also hier ist jetzt. Ah, jetzt habe ich glaube direkt den LKW erwischt. Die Linie kommt. Und wo kommt die denn? Wie wenn ich reinzoome, geht sie weg oder was? Ah ne, die sieht man nur so schlecht auf den Straßen. Okay. Die Linie kommt von da hinten. Und die Linie kommt von da. Und wo ist die andere Linie? Ich hätte doch eben noch einen. Hier, der da. Wo fährt der denn hin? So, dann müssen wir ja da hin. Die Linie 74 fährt wohin? Die fährt sogar ganz dahin. Die könnte definitiv bis hierhin nur fahren. Ah, Linie verwalten. Halt hinzufügen, diesen. Das ist da. Das heißt, der kann weg. So, jetzt Linie 74. Bleibt jetzt weiter hier vorne, ne? Ja. Das ist schon mal ein Stück besser. Aber trotz alledem macht das keinen Sinn. Die LKW sind nach dahin auch schon ewig unterwegs. Haben wir hier wenigstens zwei Gleise? Ja, ne? Ja. Das heißt, wir werden jetzt mal hier noch was daneben bauen. Und zwar
von hier rum nach da. Wie, wenn ich so mache, kann er schneller fahren wie. Ja, spielt erstmal keine Rolle, glaube ich. Ist er dann darüber gefahren? Ja. Das klappt mit dem Rüberfahren ja wieder mal nicht so, ne? Das müsste hier eigentlich sein, aber. Und eine Kreuzweige kriegst du da einfach nicht hin. Dann machen wir es hier halt noch und fertig. Auch nicht möglich. Okay, jetzt ist es möglich. Das ist auf jeden Fall gegeben. Okay, das heißt, der kann da lang, der kann da lang. Hier ist tatsächlich noch eine Holzdingens drin, sehe ich gerade. Lass den auch mal umbauen, egal. Ah, ist nur in einer Richtung, aber das wäre sogar so ziemlich egal, oder? Hier können wir es auch noch ändern. So, und hier fährt er jetzt alleine. Machen wir auch zweispurig besser. Jetzt die Frage, wie das dahin geht. Ich hoffe, ganz normal. Ja, das ist, glaube ich, schon eine Kreuzweiche, ne? Ja. Da müsste das ja eigentlich schon so gut sein, oder? Und hier brauchen wir das sowieso nicht. Aber macht trotzdem einer raus. Dann passt das. So, die kriegen jetzt hier Fahrtmöglichkeiten bis hier auf jeden Fall. Aber die waren ja hinten noch irgendwo, ne? Hier ist das Holz. Hier ist ein Personenbahnhof. Der nächste Güterbahnhof wäre da. Ich glaube, wäre gut, wenn hier noch ein Güterbahnhof hinkommt. Dann können die das hier hinbringen. Gebäude, Durchfahrtsgüterbahnhof. Cool wäre, wenn er da einsnappen würde, aber das ist ja jetzt hier gebogen, dann geht das sowieso nicht, ne? Warte, war das mit Shift? Ja, aber mit Shift ist das fein und klein. Auf jeden Fall zweigleisig, ne? Dann spielt sowieso keine Rolle mehr. Dann könnte man den auch gleich hier anschließen, oder? Ja, wäre aber gar nicht nötig, weil es muss ja auch noch ein Ding ins Ablieferung per LKW dahin, ne? Trotz alledem machen wir es so, weil dann ist es vielleicht einfacher mit. Sag schon.
mit Anschlussmöglichkeiten für, mit Erweiterungsmöglichkeiten hierfür. Ne, das wollte ich nicht. Er sollte nur hier und dann darüber. Kann er nicht auch schön. Und fährt er so schnell da rein. Sehe ich wieder nicht. Aber er hat wieder eins daneben gebaut. Auch geil, ne? So, jetzt haben wir's. Wegmachen, das anmachen, damit ich das schalten kann. So, er kann, also man kann hier reinfahren, man kann hier rausfahren, kann da rüberfahren, man kann aber hier nicht rüberfahren. Und ja, das bedeutet aber, er kann, warte mal, wer kann hier reinfahren? Der kann nicht hier reinfahren. Muss er auch nicht, weil die Richtung bleibt ja die, ne? Also höchstens diese von da nach hier rüber müssten sie können. Also wenn hier einer rauskommt, dass er nach rechts rüberfahren kann, das müssen wir noch machen. Das machen wir aber nicht hier, das machen wir vielleicht direkt am Bahnhof besser. Krümmung zu groß, da passt's. Okay. Musste überhaupt da? Musste eigentlich nicht. Wahrscheinlich wieder falsch gemacht. Naja, egal. Oh, das hat nicht geklappt mit dem Anschließen. Das geklappt mit dem Anschließen? Ich glaube schon. Naja. Das hat auch geklappt. Und jetzt müssen wir noch hier und hier nach da einmal rüber machen. Krümmung zu groß, passt. So, ich glaube, jetzt ist gut. Hier noch die Weiche passend machen. Dann können wir hin und her. So, jetzt hier ein LKW-Depot hin. Oder, ne, kein Depot. So, LKW-Station. Auch welche, wo man durchfahren kann? Nee, ne? Na dann nicht. Dann machen wir es so. Passt. So, und jetzt die Linie 74. Ne, machen wir noch nicht dahin. Müssen erst den Zug machen. Ah, oh, jetzt habe ich den nicht lang genug gemacht, wahrscheinlich, ne? Ja, kann man länger machen, aber das bringt, ist die nächste Frage. Ne? Jetzt habe ich auch noch die falschen gebaut. Ich hält. Ich müsste die da hinsetzen. Aber hier könnte man da noch machen. Mal schauen, ob das was gebracht hat, weiß ich nicht. Der Bahnhof ist halt nur da in der Mitte, ne? Weil den müsste ich jetzt hier wegreißen. Komm, mach mal lieber. Und dann muss ich den konfigurieren. Ah, das hätte man dann auch wegreißen müssen. Aber das lasse ich jetzt so. Hier schließen wir noch gerade an. So geht's, ne? Jetzt steht da einer vor den Signalen. Okay, das ist ja passend. Wenn wir schon bei Signalen sind, ne, dann machen wir das vielleicht hier auch noch hin. Aber nur hier eins, glaube ich. Weil das ist schlecht. Von der Länge her passt das nachher nicht, ne, oder?
Mach mal so. Sieht erstmal gut aus, glaube ich. So, und dann haben wir noch einen Zug oder eine Linie. Wo haben wir denn hier das nächste Depot? Wahrscheinlich hier unten, ne? Fahrzeug kaufen. Cargo. Ne, Diesel. Ne, elektrisch. Ist immer noch diese. Und Cargo sind immer noch diese. Machen wir 200. Ich hoffe, der passt da so rein. Dann da, neue Linie. Aber wo waren das jetzt? Da. Von da nach. Und das Sägewerk. Nach da. War dem so? Ne, ich wollte es hier zwischenfahren irgendwo, ne? Macht das Sinn? Wahrscheinlich nicht. Ich hätte das gar nicht so machen müssen. Warte, hier fahren wir los. Sind wir doch nicht reingefahren? Doch, sind wir doch reingefahren. Hier haben wir doch gebaut. Aber ist dann die Frage, ne? Ob das Sinn macht, da reinzufahren oder nicht. Eigentlich eher nicht. Komm, wir machen das erst und gucken, wie sich's gestaltet. So, dann zu den Linien hier. Die Linie verwalten. Einem Stock Nord. Halt hinzufügen. Den da. Bustrans, das ist ja auch geil, oder? Und da fahrt bitte nicht mehr hin. Genau. So ist das richtig. Dann können wir hier noch machen. Nee, den nicht machen. Weg, das war falsch. Muss den hier zumachen. Und dieser Linie verwalten. Von da halt hinzufügen nach da. Und den da wegnehmen. Jetzt müssen die LKWs nicht mehr so weit fahren. Fährt der schon? Ja. Und jetzt müssen wir nur gucken, dass auch geladen wird, ne? Wie immer halt, ne? Wo ist der neue Zug? Der ist es nicht. Ist das Linie 80? Das müsste er sein. So, der fährt schon mal auf dem falschen Gleis. Das ist schon mal geil. Aha, ich weiß warum. Okay, der fährt jetzt schon mal da komplett durch. Warte, jetzt müssen wir mal hier nochmal schauen, dass er hier das Gleis noch da wechseln kann. Warte mal, und das würde bedeuten, wir müssen hier noch was hinbauen, damit er da mal anders fährt. Signale hier. Und hier. Aber das hat er ignoriert, ne? Ist er trotzdem reingefahren. Okay, dann ist das so. Jetzt ist die Frage, wo er geblieben ist. Ja, ist erstmal keine Frage, wir müssen erstmal gucken, dass hier transportiert. Ah, es ist ja jetzt was da. Na, es kommt ja ordentlich rein. Das heißt, irgendwann muss jetzt gleich auch der LKW kommen für da hinten. Der Zug für da hinten kommen. Das war Linie 80. Ich hoffe nicht, dass das jetzt hier die 80 ist. Doch ist er. Dann ist er nicht schnell unterwegs. Der hat wahrscheinlich gerade irgendwo gestanden und der fährt auch immer in der falschen Dingensrichtung, oder? Ah, der musste da rein wahrscheinlich. Aber wenn da gleich so viel liegt, dann ist die Frage, ob das Sinn macht. Schnell sind wir schon.
Gleich ist er auf jeden Fall voll, denke ich mal, wenn wir da gewesen sind, weil ich glaube, da wird ordentlich hingebracht. Schnell fährt er 160, das passt. Aber jetzt wird er durch den da ausgebremst, natürlich. Hier ist das nächste Signal. Ja. Ja, er fährt darüber, weil er hier durch muss. Aber er hätte auch da lang fahren können eigentlich. Naja. Ja, da sieht man, wo das Problem ist. Und er ist komplett voll. Und es liegt noch ganz viel da. So, das heißt, wir müssen jetzt hier auf jeden Fall noch ein Gleis machen. Was im Bahnhof dann hier rüber geht, oder? Gucken, ob das einen Unterschied macht. Ja, wie viel liegt hier? Nochmal 180. Kannst du noch einen zweiten Zug ansetzen? Und das heißt, hier wird aufgebaut demnächst, ne? Der steht jetzt da, oder? Ja. Tja, da müssen wir jetzt gucken. Der hatte da einen Bremser jetzt drin. Aber jetzt fährt er erstmal. Ist dann die Frage, wie, wohin und wie schnell. Also 160 hier, das geht. Jetzt fährt er hier rüber. Aber er könnte auch darüber fahren, ne? Macht er aber nicht. Da steht aber keiner, stört also erstmal nicht. So, entlädt hier komplett. Hier liegen jetzt 180 für den anderen Zug. Kommt denn noch mehr für den? Ne, da kommt immer nur die 180. Ach, hier kommt ja keiner mehr jetzt an, ne? Welche Linie ist das? Wo fährt der denn jetzt hin? Okay, der fährt hier hin, das passt ja dann. Das ist der Stahl, der da hingebracht wird. Ne, das ist alles gut dann. Und 180 rüberbringen ist ja auch passend. Wenn der andere jetzt hier das alles mitnehmen kann, bringt jetzt 60 zum Bewegung hier hin, 60 Bretter hier hin, das ist richtig. Und er nimmt die 100, ah ne, nicht die, doch, er nimmt 180 hoffentlich wieder zurück, weil das kann er ja. Gut, dann passt das. Dann ist das gut am Laufen. Es liegt auch nichts hier, also ideal. Gut, würde ich sagen, machen wir erst hier wieder einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit da reinschaut. Gerne Kommentare hinterlassen, gerne Like hinterlassen und gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn wir dann nochmal hier schauen, wie es hier so vielleicht noch zu optimieren ist.